Du möchtest wissen, wie du schneller levelst in Fortnite, dann bist du heute genau richtig, denn ich erzähl's dir heute nicht in einem 10-minütigen Video, sondern in Kurzform. Also lasst auf jeden Fall gerne ein Like da für diese Aktion. Mann, bin ich irrenhaft. Auf jeden Fall. Macht gerne mit, startet jetzt Fortnite und ich würde sagen, wir sehen uns direkt in einer entspannten Runde nach dem Intro. So Leute, da sind wir auch schon in einer Runde und zwar fangen wir mal direkt mit der ersten Aufgabe an und zwar brauchen wir sofort Gegenstände. Dafür sammle ich die hier mal ganz kurz auf. So, ist natürlich ein bisschen lost, dass ich meine Tastenbelegung da für F ein bisschen anders habe. So, ist auf jeden Fall egal. Wir haben die erste Aufgabe erfüllt, 14.000 XP und sind schon mal ein Drittel Level weiter. Ich würde auf jeden Fall euch raten, macht unbedingt Aufgaben, es lohnt sich. Ich bin schon Level 134 und die Season ist gerade mal seit einigen Wochen erst am Start. Und ja, ich würde sagen, das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass man ordentlich weiterkommen kann. Es gibt denn so eine Aufgaben wie baut Holz ab oder Metall und sowas. Das kann man halt easy in der Runde immer machen. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal in Solo hier grob, wie das Ganze funktionieren kann. Schau mal ganz kurz, die nächste Aufgabe wäre zum Beispiel hier bei Kurzherausforderungen. Nutze einen Strudel. Strudel ist, glaube ich, gleich hier bei mir um die Ecke da vorne. Dann würde ich sagen, laufen wir mal da ganz kurz hin. Dann habe ich hier nochmal öffne Kisten zum Beispiel. Ah, lol. Die darf ich natürlich nicht kaputt machen, sonst kann ich die Kiste nicht benutzen. So. Denn da oben ist noch eine Kiste. Und ja, auf jeden Fall macht es Sinn, Aufgaben zu machen, Freunde. Es gibt immer wieder tägliche Herausforderungen. Und wenn ihr weiterkommen wollt in Fortnite, dann in dieser Season, macht auf jeden Fall eure Aufgaben. So, ihr seht schon wieder 14.000 XP. Zack, fast mein nächstes Level erreicht. Und ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal die Strudel-Herausforderung. Dann haben wir noch eine Kiste und schreibt mal eure Meinung zur Season aktuell in die Kommentare. Was meint ihr so? Wie findet ihr die Season bis jetzt hin? Also ich bin bis jetzt sehr positiv überrascht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gut, schauen. Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen Blue Life, ne? So, ich gehe mal runter da. So, easy. Gegnerherausforderung habe ich auch abgeschlossen. Ich würde sagen, ich kann auch einer meiner letzten machen. Und zwar wäre das jetzt hier nochmal ganz kurz diesen Stuhl, den ich besuchen muss. Und dann habe ich auch schon wieder 100 Level 35 erreicht, Freunde. Also ihr seht, es geht echt easy, ne? Es geht halt echt easy. Vorne ist ein Hai am Struggeln. Ich glaube, da sind sogar auch welche. Müsste mal schauen, wie ich da am besten hinkomme. Ohne, dass der Hai mich gleich holt. Oder komm, ich probiere es einfach mal. Ja, da vorne ist sogar ein Gegner. Lul, er macht gerade die Aufgabe. So. Benutze einen Strudel. Zack. Auch easy abgeschlossen. Und so einfach geht's, Level 135, Freunde. Also wie gesagt, macht unbedingt Aufgaben, es lohnt sich wirklich. Ihr müsst gar nicht großartig Kills machen, ihr müsst einfach spielen. Einer der Letzten sein, dadurch bekommt ihr ordentlich XP dazu. Truhen öffnen und auf jeden Fall eure Tagesherausforderung machen. Und dann bekommt ihr immer eure 14.000 XP pro Herausforderung. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst gerne einen kostenlosen Like da. Und auch gerne ein kostenloses Abonnement. Wir stehen nämlich kurz vor den 80.000 Abonnenten. Und das Ganze habe ich wirklich nur euch zu verdanken. Also wirklich, Liebe geht da raus an euch. Auf jeden Fall macht eure Herausforderungen, macht eure täglichen Quests, dann seid ihr auf jeden Fall gut dabei im Battle Pass und schafft noch dieses Level 100, so wie ich das schon erreicht habe. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr noch ein detaillierteres Video dazu haben wollt, schreibt gerne einen Kommi, ich würde mich freuen. Dann mache ich da nochmal vielleicht ein 10-minütiges Video dazu. So, jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.